Kapitel 3 Ornament des Feuers. In jeder anderen Geschichte wäre nun jener Moment gekommen, an dem die Reise wahrlich beginnt. Der Aufbruch in eine neue Welt, dieses Mal nur für manche fremd. Doch es gibt noch ein anderes Pokémon, welches wir in dieser Erzählung längstens nicht mehr gesehen haben. Ich grüße dich, Irlia. Wie sind die Dinge heute? Es war gerade ein früher Morgen. Die stellvertretende Dorfvorsteherin des Walddorfes war zum ersten Mal für diesen Tag aus ihrem Heim getreten. Früher gab es Zeiten, in denen noch Stunden vergehen würden, bevor man das Volnona zum ersten Male sah. Was allerdings auch nicht verwerflich war, im Anblick der noch nicht einmal aufgehenden Sonne. Allerdings wurde es mehr und mehr zur Gewohnheit für Irlia, ihr eigenes Heim zu meiden, wenn irgendwie möglich. Es fühlte sich nicht an wie ein Heim. Es fühlte sich leer an. Für so viele Jahre hatte sich Irlia dran gewöhnt, jeden Morgen ihre beiden Söhne in den eigenen vier Wänden zu treffen, doch von einem Tag auf den anderen waren sie auf einmal beide fort. Und nicht waren sie fort, wie das Volnona wusste, dass es mit jedem Pokémon irgendwann geschehen würde. Nicht einmal nahe waren die beiden noch. Und auch Sakit, so schlimm er manchmal sein konnte, fehlte ihr unendlich. Vor allem schmerzte sein Verschwinden, vielleicht sogar mehr als das ihrer Söhne. Irlia hatte gedacht, dass das Akani verstehen würde, seine Tage des Exils zum Reflektieren nutzen. Er hatte im Vulkandorf schon gewirkt, als hätte er den Willen gehabt, von dem Irlia auch immer gewusst hatte. Aber er war einfach nie zurückgekehrt. War er einfach geflohen? Auch im Vulkandorf hatte ihn niemand seit jenem Tag gesehen. Nicht gut, aber das weißt du selber. Natürlich war das Volnona weise genug, ihren Frust nicht an den Pokémon ihres Dorfes auszulassen. Im Gegenteil, sie gab sich in ihrer Rolle mehr Mühe als jemals zuvor. Aber verstecken konnte sie ihren Frust deswegen lange nicht. Trotzdem darf ich hoffen, dass du die Welt irgendwann wieder anders sehen kannst. Und vielleicht kann ich dir heute sogar dabei helfen? Du weißt selber, dass du das nicht kannst. Ich selber vielleicht nicht wirklich. Aber ich habe gestern am späten Abend noch eine kleine Reise gemacht. Und dieses Mal tatsächlich eine mit Erfolg. Du weißt selber, Terus ist in diesen Zeiten sehr beschäftigt. Mit ihm Kontakt aufzunehmen ist selten, aber gestern habe ich es wieder einmal geschafft. Irlia horchte sofort auf. Er hat sich gemeldet. Ich dachte, das traut er sich nicht mehr. Was hat er denn gesagt? Er sagte mir nicht viel, aber Wichtiges. Irlia, du wirst heute deinen Aufgaben in diesem Dorf nicht nachgehen. Denn der große Terus entschied sich, dass es im Angesichte der Tatsachen wohl besser wäre, seine Informationen nicht mit mir zu teilen, sondern mit dir. Nach Monaten der Stille meldete sich der Weltengeist wieder und wollte mit Irlia sprechen. Die Vorsteherin hatte schon lange vermutet, dass der Weltengeist sich nicht traute, erneut Kontakt mit dem Dorf aufzunehmen, da den beiden Kriegern etwas zugestoßen war. Aber vielleicht war das auch gerade der Grund, warum er lieber Irlia informieren würde als Kamerup. Aber egal wie es nun war, ablehnen würde sie wohl kaum. Dazu wollte sie zu sehr die Gewissheit. Ich breche sofort auf. Es folgte keine Antwort außer einem kurzen Nicken. Ich bete mit dir, dass du mit froher Kunde wiederkehrst. Es gab keine Zeit zu verlieren. Ohne Umschweife brach das Volnona auf, ohne jeden Willen zu zögern. Je schneller sie an den Forstschrein kam, desto besser. Und genau an jenen Zeitpunkt springen wir nun auch.
da der Weg nun einmal nicht das Wichtige war. Terus, du bist hier. Kamut hat mir gesagt, dass ich kommen solle. Ialia war ihre eigene Ungeduld nicht gewohnt, gerade gegenüber dem großen Weltengeist. Doch sie musste zugeben, irgendwo hatte sie auch einfach ihren Respekt verloren. In ihrem Dorf wurde sie immer dazu erzogen, Terus zu ehren und zu respektieren. Aber wie sollte sie das weiterhin, nachdem er ihr beide Söhne genommen hatte? Ich bin hier, so wie ich es versprach. Auch wenn ich zugeben muss, deine Frühe ist nicht, was ich erwartet habe. Meine Frühe ist aber nicht das Thema. Kamerupt sagte, dass du mit mir sprechen willst. Ich habe monatelang gewartet, um endlich wieder etwas von meinen Söhnen zu hören. Aber du hast nie etwas hören lassen und warst überhaupt fast nie ansprechbar. Ich verstehe all deinen Frust und ich entschuldige mich vielmals. Es geht vieles vor und alle Welten dieses Weltenbaumes suchen nach meinem Geheiß. Aber meine Söhne sind diejenigen aus der Sage. Nun, nein, das sind sie nicht. Sofort stürzten Ialias Emotionen. Ihre Söhne waren nicht erwählt, wie dieser Geist es behauptet hatte, also waren sie gescheitert. Versteh's nicht falsch, meine Freundin. Die Sage selbst war eine Lüge, nicht die Fähigkeiten deiner Söhne. Allerdings, so mussten wir erst vor kurzem erfahren, stammte unsere Sage aus Omegons eigener Feder und sprach von seinem eigenen Kriegerlord Ecke. Aber wenn die Sage eine Lüge ist... Wir brauchen keine Sage. Die Weltenbäume sind stärker als ein paar Worte aus dem Nichts. Bitte hör doch endlich auf, drum herum zu reden. Wie geht es Sol und Flamme? Heute ist ein großer Tag. Und der Grund, weshalb ich mit dir reden wollte. Ialia, deine Söhne haben Großes geleistet. Sie haben den Lunaren durchquert, haben sich Omegons eigener Nachfahren in der Zweigwelt gestellt, haben den Sturm durchquert und dabei eine Stimme des Lebens bezwungen. Sie haben die Schatten durchquert und dabei zu sich gefunden. Ialia, meine Freundin, es ist der Anfang vom Ende. Deine Söhne, zusammen mit einem mächtigen Team, haben heute das letzte Schlachtfeld betreten. Nach vielen Hürden haben sie es geschafft, Omegons Wurzelwelt zu erreichen. Ein Ort, den der Gott selber als unerreichbar sah. Sie lebten! Sie lebten und sie hatten das Ziel erreicht. Und sie hatten ein Team? Erzähl mir von ihrem Team. Was für Pokémon begleiten die beiden? Es alles sind Namen, deren Bedeutung selbst du kennen kannst. An ihrer Seite stehen heute drei. Eine von ihnen, Latira, das dritte Glied der Äonen-Pokémon. Eine Meisterin der Emotionen. Dazu steht bei ihnen ein Pokémon, welches du persönlich schon getroffen hast. Darkrai, unser Bote. Nach langem Warten ist er im Sturm zu ihnen gestoßen und hat den Weg eröffnet. Und dann gibt es Funkenherz. Auch von ihr hast du bereits gehört, dem bin ich mir bewusst. Sie ist letztlich auch dem Ruf ihres Blutes gefolgt und hat sich deinen Söhnen angeschlossen. Ich habe sie selbst nicht mehr getroffen, nachdem das Luxe ihnen beitrat. Doch von den Dingen, die ich vernehme, scheinen sie und Sol einander sehr nahe zu stehen. Und auch wenn er heute nicht mehr bei ihnen steht, es würde sich falsch anfühlen, nicht auch Zoroark zu erwähnen. Ein Ausgestoßener aus der Welt des Lunaren. Den Krieger, der es nicht bis ans Ende schaffte. Doch sein Opfer wird nicht vergessen werden. Denn ohne es wäre die Reise gescheitert. Darkrai selber, seine Nachfahrin, eine der Äonengeschwister. Und das versammelt um Sol und Flamme. Es fühlte sich wie gestern an, als die beiden jungen Feuertypen noch durch den Wald streiften, auf der Suche nach Wissen, das ihnen ein Stück helfen sollte, in einem simplen Leben.
Und nun waren die beiden erwachsen und im Zentrum eines Krieges ohne seinesgleichen. Begleitet von manchen der einflussreichsten Pokémon diesseits des Sternlichtes. Eine Sammlung immenser Kampfkraft. Kampfkraft. Vielleicht stark genug, um diesen Krieg zu beenden. Ich habe so lange gewartet, solche Worte vernehmen zu können. Doch, du sagst, dass sie gerade in Omegons Welt angekommen sind. Heißt das, die entscheidende Schlacht steht bevor? Das wird es heißen. So denn sie denn den Weg zum Feind finden. Doch daran zweifle ich nicht. Ein einfaches Pokémon wie sie konnte nicht mehr tun, als zu sitzen, zu hören, zu hoffen. Wenn sie doch nur irgendwie... Terrus, ich habe ein Gesuch. Worum handelt es sich, meine Freundin? Ich bin bereit, dich anzuhören. Was hier vor sich geht, ist nicht mein Kampf. Nicht mein Krieg, aber es sind meine Söhne in seinem Zentrum. Und ich möchte ihnen zur Seite stehen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, so indirekt es nur sein mag. Ich würde gerne im Waldschrein verweilen, um bei ihren Flammen zu warten und für sie zu beten. Um ihnen meine Stärke zu leihen, egal wie symbolisch. Es war ein simples Gesuch, doch eigenartig in der Form, dass niemand je überhaupt daran gedacht hätte. Der Waldschrein war ein heiliger Ort, den man nur betreten durfte unter besondersten Umständen. Aber was sonst waren diese Umstände denn? Es sei dir gewährt, treue Freundin. In diesen Tagen stehen wir alle zusammen. Unsere Herzen schlagen wie eins. Wir beten gemeinsam für die, die für uns kämpfen. Du hast meinen Segen, sofern Kamerupt dich denn entbehren kann. Ich werde mit ihm reden. Dann werde ich dich nicht mehr halten. Auf dass wir uns wiedersehen in einer Welt von neuem Frieden. Also ist die Zeit wahrlich gekommen, nicht? Ilia nickte bloß, etwas ungeduldig. Gerade hatte sie zunächst dem Dorfvorsteher die Neuigkeiten des Terrus berichtet. Ihr eigenes Gesuch hatte sie aufgeschoben. Und darauf dieses dazu bringen, wartete sie nun. Es ist wahrlich soweit. Es fühlte sich immer so fern an. Die Zeit, in der unser Schicksal bestimmt wird. Doch sie war so nahe. Egal wie es doch enden wird. Ich bereue nicht, wie ich lebte. Wenn Omegon seinen Willen bekommt, dann haben wir gekämpft. Doch ich schweife ab. Dir brennt noch etwas unter den Nägeln, wie mir scheint. Schaffst du es, das Dorf ohne mich zu führen, zumindest für einige Tage? Mit Terrus Zustimmung möchte ich im Waldschrein lagern, um dort meinen Söhnen nahe zu sein in diesen Tagen der Entscheidung. Sich längerfristig im Waldschrein aufhalten. Von so etwas habe ich noch nie gehört. Doch ich verstehe den Drang. Die Not in unserem Dorf ist indirekt. Im Kern leben wir derzeit friedlich. Wenn es dich zu den Flammen zieht, dann folge deinem Drang. Auf dass wir uns wiedersehen, wenn die Schlacht geschlagen ist. Ilia hätte noch sprechen können. Doch es gab keinen Grund. Sie wandte sich um und ging auf ihren Weg. Zu einem Ort, den viele Bewohner des Stammes im Leben nur einmal sahen. Mit Selbstverständlichkeit trat das Vulnona ein in den großen Baum und stieg die Stufen hinab. Kerzen um Kerzen um Kerzen, zunächst alle von ihnen erloschen. Bis das Vulnona zur Gruppe der brennenden Kerzen kam. Hier standen sie alle. Die Pokémon dieses Dorfes. Und nebeneinander, alle von ihnen aufgereiht, stand Ilias Familie. Ihre eigene Kerze, die ruhig, aber leicht schwächlich brannte. Auch Sakit zeigte an diesem Ort noch sein Leben, wie oft in großer Unruhe. Neben diesen war Flammes Kerze. Nun, Asches Kerze, aber das konnte Ilia nicht wissen.
Sie leuchtete in einem rötlichen Ton, anders als die anderen. Doch ihr Licht war stärker als noch bei seiner Kriegerzeremonie. Abzüglich des Zeitabschnittes des Infernos im Waldschrein natürlich. Und an ganz rechter Seite die Kerze des Fukano Sol. Das Licht schien normal, kräftig, wie eine Kerze. Doch war Ilya selber noch nie hier gewesen. Sie wusste also nicht, ob dies war wie immer. Äußerlich war Sols Kerze gewöhnlich. Doch in ihrer Nähe spürte selbst ein Vulnona, wie sie den Schweiß an ihrer Stirn runterlaufen hatte. Die Hitze war schier unerträglich. Doch das würde Ilya nicht stoppen, nein. Sie setzte sich, nur wenige Meter entfernt, zu Boden und blickte hinauf an eine Decke, überwachsen mit Moos, seitdem das Vulnona nur denken konnte. Flamme, Sol, ich weiß, ihr könnt mich nicht hören, aber vielleicht spürt ihr es. Ich hoffe es. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch in euren schwersten Stunden zur Seite stehen will. Die Götter haben euch die Last hunderter Welten auferlegt. Ich wünschte, ich könnte sie mit euch teilen. Aber ihr tragt sie stark und stolz. Aus euch sind echte Krieger geworden. Krieger, von deren Ruhm wir in diesem Dorf nur träumen können. Ich bete zu den Göttern und auch zu euch. Bitte kehrt sicher zurück. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Unsere Zukunft liegt in euren Händen. Eure Zukunft liegt in euren Händen. Es ist zu früh für euch. Ihr müsst leben und wenn ihr dafür Götter stürzen müsst.